Beure! Beure? Hallo? Geht's dir gut? Gott, scheiße, mein Kopf, Alter. Brauchst du Wasser oder so? Ich war auf dem Weg zur Wasserquelle, die war doch hier irgendwo, oder? Ja, die war eigentlich da hinten, aber die ist jetzt gerade nicht mehr da. Ich habe gerade auch geguckt und ich komme gerade durch den Wald und da ist auf einmal so eine riesige Schlucht und es ist irgendwie so viel passiert, aber ich habe nur geschlafen. Alvi, was ist passiert? Wie lange war ich weg? Oh, scheiße. Oh, Gott. Bei mir ist es einfach so, als ob mich im Schlaf jemand weggetragen hätte oder so. Ich bin auf dieser einen Insel oben in so einem Haus eingeschlafen und auf einmal bin ich wieder bei unserem gestrandeten Boot. Das ist irgendwie... Was? Beängstigend. Hast du irgendwie was zu trinken dabei? Ich bin kurz vorm Verrecken. Warte, ich guck mal. Durst. Nee, ich hab auch nichts mit. Oh Gott. Weißt du vielleicht irgendwo, wo wir Wasser finden können? Oder auch vielleicht was zu essen? Da hinten sind Hasen. Ich hab eben was Wasser gesehen, als ich, wie gesagt, von diesem Boot hier hingekommen bin, weil ich wollte ein paar Leute suchen. Zum Glück habe ich dich gefunden. Aber dafür müssen wir wieder über diese Schlucht, die da auf einmal ist und so. Welche Schlucht? Ja, da ist jetzt so eine neue Schlucht und keine Ahnung. Soll ich dir die mal zeigen? Hier ist eine Du willst mir nicht erzählen, dass hier irgendwie zwei Erdplatten auseinanderdriften. Fuck, mein Rücken, Alter, der ist auch immer noch nicht ganz... Zeig mal her. Boah, der sieht immer noch sehr stark verwundet aus. Ich glaube, die haben sich auch entzündet mittlerweile. Es ist, ja, da ist so ein blauer Punkt drin. So, als ob da, wie so eine Entzündung oder sowas wäre. Ach Gott, ich bräuchte eigentlich ärztliche Hilfe irgendwie hier, aber ich glaube, das ist hier kaum zu finden auf dieser Insel. Insel ist nichts. Oh mein Gott. Und das ist die Schlucht. Was? Nicht schön, oder? Wie? Ich kann mir nicht erklären, wie dieses komische Ding hier entstanden ist. Und das sieht für mich nicht aus wie zwei Erdplatten, die auseinanderdriften. Vielleicht war das ein Meteorit oder irgendwie sowas. Alter, was ist hier passiert? Hier muss doch... Naja, ein Meteorit, der einen Riss reinreißt. Ich weiß nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Aber da unten ist auch hell wie Lava. Da unten ist Magma. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Jetzt, wo es dunkel wird, fällt mir das erst auf. Das ist aber... Oh mein Gott. Ich habe hier ein bisschen Angst, hier runterzufallen. Mir ist irgendwie auch total schwindelig, ich glaube. Ja, ist schon hoch. Oh Gott. Ja. Aber wir können mal weitergehen zu dieser Wasserquelle, die ich eben gesehen habe. Oh folgt mir einfach. Oh Gott, pass auf. Oh Gott. Ist alles okay an deinem Bein? Oh Gott, mein Knöchel. Oh fuck. Oh Wäure, sei nicht so nicht schlau, bitte. Oh Gott, was ist das dort hinten? Was? Ich weiß, ich kann mir nicht erinnern, dass ich das schon jemals gesehen hätte, aber ich sehe nichts. Ich kann mich... Diese Insel dort hinten, ich kann mich nicht erinnern, dass sie schon mal dort war. Hä? Ich sehe keine Insel. Was? Da hinten ist doch eine Insel, ich bilde es mir doch nicht ein. Wir gehen jetzt einfach mal, wir sind jetzt auch aus dem Wald raus. Ich glaube, jetzt wird es erstmal was sicherer. Ich weiß ungefähr, wo ich das Wasser gesehen habe. Wie habe ich das so lange überlebt? Ich muss doch hier Ewigkeiten weg gewesen sein bei all dem, was hier passiert ist. Ja, guck mal, in der Nacht, wo ich geschlafen habe, steht auf einmal hier ein Haus. Ich meine, was war das für eine Ewigkeit, die ich, wenn da irgendwie geschlafen habe? Und kennst du dieses Haus? Der entsteht doch nicht einfach über Nacht so ein fettes Teil. Ja, vor allen Dingen, dadurch wäre man doch wach geworden. Und hier ist auch halt ein Haus. Ja, stimmt. Warte, ich will auch mal meine... Lass mal hier reingehen, vielleicht... Sollen wir vielleicht in dieses Haus reingehen und hier übernachten? Ja, das ist vielleicht sicherer. Was ist das? Das sieht aus wie irgendwie... Ein Kopf mit einer Hand oder so. Irgendein Quadrat... Mit einer Hand, die so ein Gesicht drauf gezeichnet hat. Sollen wir vielleicht in diesem Haus schlafen und warten, bis es Tag wird? Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Ja, okay. Ich leg mich hier in die Ecke. Gute Nacht. Okay, dann. Gute Nacht. Scheiße. Olvi, bist du wach? Olvi? Ja, Wolfe, was ist? Gott. Fuck, hab ich Hunger. Wir haben nichts zu essen, oder? Nein, gar nichts, gar nichts. Wo könnten wir am besten an irgendwas kommen? Wir könnten eigentlich mal versuchen, auch was zu angeln, nur wie bauen wir uns eine Angel? Ich habe das gelernt, wie man sowas baut. Hast du irgendwas an Holz oder so? Wir bräuchten irgendwie einen kleinen Stab, an dem wir... Ja, das genau, habe ich. Vielleicht kannst du daraus irgendwie Stäbe machen. Na, ich denke schon. Ich habe sowas ein bisschen gelernt. Ich meine, ich bin ja auch nicht von gestern. So. Weißt du, was ich mich irgendwie frage? Ob dieses Haus irgendjemandem von unseren Freunden gehört? Ich meine, hier ist zwar gerade weit und breit niemand... Aber vielleicht gehört es ja einen von denen, weil wir haben jetzt sogar hier übernachtet und uns ist nichts passiert. Vielleicht gibt es hier doch irgendwelches anderes Leben. Ich meine, was soll das hier alles? Hier ist so viel passiert die ganze Zeit. Irgendjemand muss das doch gemacht haben. Hier muss es irgendein Volk geben, irgendwas. Aber ich kann mir nicht wirklich sicher sein, ob
dass sie uns gut gesinnt sind. Ich glaube da eher weniger dran, weil bei den ganzen Fallen, die uns hier schon gestellt wurden, an... Ach Gott, ich will gar nicht mehr dran denken. Ich mache mir noch mal eine Hose, glaube ich. Ich versuche das mal. Ich denke, ich werde schon mal hingehen und einfach mal probieren, ein bisschen was an Fischen an Land zu ziehen. Auch wenn Angeln immer so eine ganz langwierige Sache ist, aber ich werde es einfach mal probieren. Ja. Wolre? Ja, Wolfi? Um dir nochmal die Geschichte in Ruhe zu erzählen. Gerade eben war das ja alles so ein bisschen in Hektik. Ich komme mal ein bisschen. Ja, so, ja, okay. Ich bin an meinem letzten Tag hier, da oben, siehst du vor uns die Insel? Auf diesem Baum, in diesem Haus bin ich eingeschlafen. Und dann werde ich halt auf einmal bei uns im Boot, das ist, liegt ja hinter uns, ich weiß nicht, ob du das weißt, da werde ich wach, also das ist unser gestrandetes Boot. Wolfi, und wurdest du irgendwie, vielleicht hat dich da irgendjemand hingetragen im Schlaf. Aber wie tief hast du geschlafen? Was für eine Macht soll mich da bitte hintragen? Das ist doch... Was für eine Person? Wer bist du hier? Bist du irgendwie von einer Sekte oder so? Was für eine Macht? Ich komme mir vor wie bei Bibel-TV, Alter. Ja, aber das ist... Ich hab Angst davor. Guck mal, wir sind hier irgendwo, werden auf einmal irgendwo anders wach. Auf einmal sind hier neue Inseln. Hier ist immer irgendwas anders. Das ist einfach nur noch gruselig hier. Ach, du bist doch ein Idiot. Dafür gibt's alles irgendwelche naturwissenschaftlichen Erklärungen. Vielleicht irgendwas, was uns jetzt noch nicht bekannt ist, aber vielleicht hätten wir in Physik oder Chemie in der Schule mal ein bisschen besser aufgepasst, dann wüssten wir es jetzt. Ach, das glaube ich auch. Nein, aber überleg mal, zum Beispiel auch, warum sind gerade die ganzen Leute wie Zalo, Myrto und all die ganzen Leute nicht da? Ach, keine Ahnung, die werden halt irgendwo schlafen, die Insel ist groß, ich denke mal, die werden schon irgendwo sein, ich meine... Aber stell dir mal vor, sie wurden abgeholt und haben uns nicht Bescheid gesagt. Ich denke nicht, dass sie das getan hätten. Naja. Zumindest Zalos habe ich immer vertraut. Ich weiß nicht, ich war ihm immer... Er war immer ein guter Freund, ich denke. Ja. Das ist so eine schöne Insel. Ich glaube, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, ne, dann werde ich hier erstmal ein bisschen Geld ansammeln und werde hier eine kleine Hotelkette aufzuziehen. Auf Alter, einer Gruselinsel. Eine Hotelkette. Eine Gruselinsel? Bist du bescheuert? Hier gibt es total viele Hasen. Voll gruselig, Olfi. Voll gruselig. Ja, wer weiß. Vielleicht haben mich ja die Hasen zum Boot getragen. Ja. Friss Fisch. Okay. Wieso schlägst du mich mit Fisch? Was ist los bei dir? Schau mal, ich habe auch mal stibitzt aus diesem einen Haus einen Ofen. Habe ich schon ein bisschen länger. Ich glaube, hier könnten wir ein bisschen was drin braten. Zum Beispiel Fische. Ich tue meine Fische mal dazu, aber ich habe nur einen von diesen Fischen. Vielleicht wird das ja so eine Art Gemeinschaftshaus oder so. Vielleicht sind ja die anderen auch irgendwie auf der Suche nach uns und haben dieses Haus gebaut, weil sie hoffen, dass sie uns damit irgendwas... Was war mit uns los, Olfi? Wir waren so lange, wir müssen so lange weggetreten sein müssen. Das ist doch unglaublich. Wirklich, das ist richtig schlimm. Wenn ich jetzt hier mal so denke, so ein Haus, das sieht man ja nicht über Nacht hoch. Und das alles, was auch dort hinten noch alles ist. Wir müssen mindestens eine Woche weg gewesen sein und... Mir kommt es vor, ich kann doch nicht eine Woche am Stück geschlafen haben, das geht doch nicht. Ich weiß es nicht, aber das ist schon ein ödisches Steppland hier irgendwie und naja, auf einmal entstehen hier Gebäude und sonst was innerhalb von Nächten, ich bezweifle es. Ich meine, wir sind hier zu, ich weiß nicht mal wie viele Leute wir sind, zu 10 sind wir sicher auf dieser Insel. Ich meine, mit gemeinschaftlichen Kräften kriegt man sowas schon hin. Ist nur die Frage, wie lange wir halt weg waren. Okay, Olvi, ach Gott, ich denke, wir sollten das nochmal niederlegen. Wir haben heute eigentlich nicht viel erreicht, wir haben einfach nur geangelt, aber... Naja, immerhin etwas. Vielleicht sind hier ja morgen ein paar andere Leute, ich weiß es nicht. Naja, geht's auch schon wirklich ein bisschen besser. Ich glaube, das Essen hat mir echt gut getan. Ich habe was zu essen, ich habe was zu trinken, ich habe eine Hose. Dieser Tag, diese letzten 2 Tage, oh mein Gott, diese Zeit auf dieser Insel vergeht schon so ein bisschen wie im Fluge. Naja, die haben mir auf jeden Fall viel gebracht. Ja, das hat es auf jeden Fall gebracht. Ich würde mal sagen, wir legen uns jetzt einfach mal hin und schauen mal, was morgen so bringt, ne? Ja, okay. Gute Nacht, Wolre. Ich leg mich mal auf dich drauf.